Markus Franz, erst fraktionslos, ist am Wort. Alles Gute, weiterhin, bleib so. In der Sache sind wir etwas anderer Meinung. Da bin ich nicht überzeugt davon, dass das jetzt der richtige eingeschlagene Weg ist, den wir mit der Gesundheitsreform gehen. Ich glaube eher, dass das eine maximal kleinteilige Veränderung ist, die hier mich an Babyschritte erinnert, die seitwärts gehen und schon gar kein großer Wurf. Ein großer Wurf aus meiner Sicht wäre gewesen, wenn wir uns angenähert hätten der vielfach geforderten Zusammenlegung der österreichischen Sozialversicherungsträger. Wird heute auch abgestimmt. Ein Antrag von mir, 1738, da geht es darum, eine österreichische Gesundheitsversicherung zu kreieren, die förmlich eine Matrix darstellt, wo sich jeder österreichische Patient und jeder österreichische Gesundheitsanbieter wiederfinden kann, indem nämlich eine österreichische Gesundheitsversicherung vom Osten bis zum Westen gleiche Leistungen zu gleichen Konditionen anbietet, aber nicht selber Institutionen einrichtet und nicht selber Spitäler dergleichen führt und Ambulanzen, sondern Verträge mit den Gesundheitsanbietern jeder Profession abschließt und hier eine bessere Gesamtversorgung zu gewährleisten, ist vor allem kostengünstiger. Auch Kritik möchte ich äußern an den Vorgangsweisen, wie die Verhandlungen geführt worden sind in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, dass die Ärztekammer mit ihrer Kritik und mit dem heutigen Streiktag völlig richtig liegt. Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn man eine gesamte Berufsgruppe, die noch dazu die bestausgebildete und die höchstqualifizierte im Gesundheitswesen ist, wenn man die außen vor lässt und nicht wirklich hört. Wenn wir die Ärzte nicht einbinden in politische Überlegungen, gesundheitspolitische Überlegungen, in Neuerungen, in Reformen, dann kann das nicht gut gehen. Ich glaube, dass eine gewisse Missachtung dem Ärztestand gegenüber herrscht. Und das finde ich erstens als Arzt nicht okay, zweitens auch als Patient nicht okay, weil wenn ich diese Leute, die die Patienten hauptamtlich und federführend behandeln müssen, nicht gut behandle, dann werden die im Gegenzug natürlich das Schlechte weitergeben müssen. Das geht ja gar nicht anders. Wenn ich die Ärzte, wenn ich über die Ärzte drüber fahre und denen nur unterstelle, die wollen Geld verdienen und nur für sich mal das Maximale rausholen, dann komme ich in eine sehr seltsame Argumentation hinein. Wenn ich das übertrage zum Beispiel auf gewerkschaftliche Interessen, was würde sein, wenn man die Metaller schlecht machen würde, wenn die Metaller wieder ihre jährliche Lohnrunden haben? Da würde die Gewerkschaft auf die Barrikaden gehen und der Ballhausplatz wäre voll mit einer Demonstration. Wenn die Ärzte ihre Interessen vertreten, dann ist das auf einmal eine Sünde und das darf nicht sein. Das verstehe ich persönlich nicht. Und wir müssen auch daran denken, dass die Stimmung in der Ärzteschaft, in der österreichischen Ärzteschaft extrem schlecht ist. Wenn ich lese, dass im KAV, also im Wiener KAV, der heute schon angesprochen worden ist, 92% der Ärzte bereit sind zu streiken. Wenn ich lese, dass in Deutschland über 3000 österreichische Ärzte bereits tätig sind, die geflüchtet sind aus unserem System, weil sie es nicht mehr aushalten, weil das System für die Ärzte nicht optimal ist, dann haben wir bitte schon einiges hier zu tun. Und wir können heute nicht uns in Phrasen und Willenskundgebungen ergehen, dass wir alles besser machen wollen und das System besser machen wollen, aber keine konkreten Vorschläge hier heute äußern. Daher möchte ich aufs Regierungsprogramm kurz eingehen, wo ja drinnen steht, dass der Hausarzt aufgewertet werden soll und der Arzt insgesamt aufgewertet werden soll. Bis jetzt erleben wir das Gegenteil. Aber es fehlt mir hier die konkrete Vorschlagssituation. Was kann man denn tun, um unterversorgte österreichische Regionen wieder zu versorgen? Und bitteschön, da brauchen wir nur über die Grenzen schauen. Ostdeutschland, nach dem Mauerfall hatten die Ostdeutschen, speziell in Sachsen, ein ganz massives ähnliches Problem wie bei uns, weil die Ärzte sind geflüchtet. Die sind alle ab in den Westen gegangen. Was hat man getan? Man hat die Niederlassung dort attraktiviert. Na, wie attraktiviert man eine Niederlassung? Indem ich den Ärzten was biete. Da hat es Niederlassungsprämien gegeben, die waren in ganz schöner Höhe. Ich habe mir das gestern erst wieder angeschaut. Es war noch in Schillingzeiten. Es waren umgerechnet 500.000 Schilling, die der Arzt, der sich im Osten niederließ, als Handgeld bekam für einen 5-jährigen Verpflichtungsvertrag, plus Wohnung, plus Ordination, plus Ausstattung für die ersten 5 Jahre. Diese Dinge haben funktioniert. Die haben den Ärztemangel abfedern können. Warum, bitte schön, denkt in Österreich niemand an solche Modelle? Ich kann doch in einem Tal im Waldviertel oder in einem Ort im Waldviertel oder in einer Region, die unterversorgt ist, natürlich hergehen als Kommune und sagen, passt auf, da nehme ich jetzt ein Geld in die Hand, mache das attraktiv für Kollegen, da können 2, 3 Kollegen, Kolleginnen hingehen und einmal 5-Jahres-Vertrag abschließen, sodass sie gesichert sind in ihrer Existenz und dann schauen wir weiter. Dann kann man den Vertrag verlängern oder auch nicht oder die Ordination geht gut und man reduziert die Zuschüsse und die Unterstützungen auf die marktüblichen Verhältnisse. Das kann man alles tun. Diese Ideen höre ich nicht, lese ich nicht.
nicht. Im Ausland wird es gemacht und in Wien wird es gemacht. Der Mariahilfer-Kollege mit seinem BHC kriegt 200.000 Euro im Jahr, wurde auch schon angesprochen heute, finde ich nicht okay. Ja, in anderen Regionen haben wir Unterversorgung, in Wien haben wir definitiv nur in einzelnen Bereichen eine Unterversorgung, aber es werden Subventionen ausgeschüttet für ein Zentrum, das als Parademodell gilt, wieso in Österreich nicht überall funktionieren kann. Ich habe auch nichts gehört noch über Modelle, die in anderen Ländern üblich sind, wie zum Beispiel Capitation. Capitation heißt, dass sich Patienten einer Region bei einem Arzt eintragen und dort fix Patienten zugeteilt sind, 5.000, 6.000 Patienten, und der Arzt dafür eine Grundpauschale erhält. Das heißt, er hat eine Existenzsicherung. Das kann man auch befristen auf 5 oder 10 Jahre und sagen, okay, in dieser unterversorgten Region soll der Arzt dieses Geld verdienen für die Zeit gesichert. Und ein Satz noch. Ich möchte einladen oder anregen im Gesundheitsministerium, wir haben so viele wirkliche Experten im System, Ärzte, Schwestern etc., die jahrelang tätig sind, Expertise haben, Erfahrung haben. Warum macht das Gesundheitsministerium nicht einmal einen Open Space, ladet Leute, ausgewählte Leute aus all diesen Berufsgruppen ein, macht am Wochenende ein Seminar mit denen und reden uns einmal zusammen, was möglich wäre abseits der bürokratischen Vorschläge von den Schreibtischen. Dankeschön. Die vorliegenden Gesundheitsreformen seien kein großer Wurf, sondern nur Babyschritte, kritisiert der fraktionslose Markus Franz.